Mein Name ist Paul Stöver. Ich bin Hauptkommissar in Hamburg. Wenn ich ihn gerade erwischte, guckte ich ihn mir an. Und wenn nicht, dann nicht. Stöber, mein Name. Das ist mein Kollege, Hauptkommissar Brockmüller. Guten Tag. Guten Tag. Christine Lohnert, bitte kommen Sie rein. Ich war froh, dass ich sowas bekam. Freischaffender Schauspieler, drei jugendliche Kinder, Miete, das musste alles erledigt werden. Und ich war froh, dass ich den Tatort bekam. Die Anfänge des Hauptkommissar Stöver erinnern an ein amerikanisches Vorbild. Manfred Krug spielt einen nachdenklichen Einzelgänger, einen deutschen Columbo. Immer griffbereit, seine Zigarren. Doch mit den Jahren gewinnt Stöver eigenes Profil. Die Kommissare haben eine Vita und die fängt wirklich an mit dem Kindergarten. Und es ist festgelegt, zumindest wir machen es so, dass wir sehr genau wissen, wo kommen sie her, was waren die Eltern, was für eine Jugend haben sie sich mal verliebt, warum haben sie nie geheiratet und all diese Dinge. Die müssen Autoren bekannt sein, weil nur dann kann ein Autor auch Kommissare in bestimmten Situationen so beschreiben, dass er sich richtig verhält, also für seine Figur richtig verhält. Du bist so schweigsam. Ich bin müde. Heute Nacht noch Besuch. In der Nacht? Von ihr? Ja. Und lief es nach deinen Wünschen? Hat dich angeregt unterhalten? Im Gegenteil. Wie? Die ganze Nacht. Was? Na was wohl? Das eben. Ehrlich? Wenn ich es dir doch sage. Ach, du übertreibst doch jetzt. Nein, war selber von mir überrascht. Paul, das würde ich dir auch mal gönnen. Da geht richtig die Post ab bei euch? Animalisch, lüstern. Außerdem ist es ja auch schön, wenn man mal aus der Geschichte rausklettert, vor den Augen und Ohren des Publikums sagt, pass auf, das ist nur ein Spiel. Wir können uns doch einigen, ihr wisst doch, dass ich kein Kommissar bin. Ihr wisst doch, dass ich der Manfred Krug bin. Und der ist doch auch kein Kommissar, das wisst ihr doch auch. Das ist doch der Charles Brauer, ja? Ein lieber, netter Mann und ich, wir haben mit Mord und Totschlag gar nichts zu tun. Wenn wir einen Kubikzentimeter Blut sehen, fallen wir in Ohnmacht. Das wisst ihr doch alles. Und wenn man diese Verabredung mit dem Publikum zustande bringt, dann nimmt das Publikum sowas auch nicht übel. Dann sagen die tatsächlich, na klar, lasse doch ein bisschen spielen mit den Versatzstücken, die ja immer ähnlich sind. Kommissare, die sich in der Wohnung des Kollegen einnisten. Auch das ein beliebtes Versatzstück. Guten Abend, der Herr. Doch wenn sich Paul Stöver das Bett des Kollegen ausleiht, steckt die Szene voller Anspielungen. Sogar auf die eigene Tatortvergangenheit. Ist nett. Die muss nur mal auf die Toilette. Ich hatte meinen Pyjama an. Ja und? Soll er seinen Pelzmantel anziehen, bloß weil er mal pinkeln muss? Du denkst wohl, ich bin total impotent, was? Bloß weil ich in 20 Tatorten noch nie eine Frau hatte, was? Ich will Ihnen was sagen. Wenn ein, ich sag einfach mal, normaler Tatortkommissar, nach dem ich mich möglichst nicht richten möchte, also Schauspieler, wenn der zum Beispiel die Leiche sieht, ne, dann passiert fast immer Folgendes. Der Tatort, wo die Leiche liegt, wird betreten von dem Kommissar und seinem Assistenten. Schnitt, man sieht, der Kommissar beugt sich herunter. Kamera ist unten, Kommissar von oben. Kommissar klappt die Plane zurück. Kurzer Schnitt auf die Leiche. Schnitt zurück in die Position, wo man den Kommissar sehen kann. Der Kommissar zeigt Schmerz. Oh, was für ein böser, böser, unappetitlicher Mord, ja, zum Beispiel. Und da das 9 von 10 Kommissaren machen, ist es vollkommen legitim für einen Schauspieler, sich zu sagen, das wirst du niemals machen.
doch kein Unfall, das ist doch... Musste ja so kommen, wir haben Konzertkarten. Das war's dann. Da hast du dich so schön gemacht, alles umsonst. Irgendwie hab ich's geahnt. Dadludidat, dadludidat. Wenn wir so durch die Wälder oder durch die Umgebung von Hamburg streunten und auf unsere Klappe warteten, weil wir aufs Wetter warten mussten oder auf andere technische Dinge, dann seilten wir uns öfter mal ab, so 100 Meter, und sangen für uns. Kennst du die Nummer noch? Den Damen vom NDR, ganz frisch war Frau Heinze dort, die hörte das mal irgendwie, die schnappte da von mal ein paar Töne auf. Ich kam einmal zum Drehort, da haben beide gemeinsam irgendein Lied geträllert und... Ich fand das so schön und habe gesagt, warum macht ihr das nicht im Film? Das war noch Qualität. Guck, die Tasten kommen immer noch hoch. Kann man direkt neidisch werden. Mach doch. Goody, goody. Eins, zwei, eins, zwei. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave him your heart to... Selten hat es ein Kommissarsduo zu so großer Beliebtheit gebracht. Doch bald heißt es Abschied nehmen. Nach 38 Folgen hören Krug und Brauer auf. Ich gehe in Rente. Erstens, weil die Schauspielerei mit sehr viel Textlernen verbunden ist. Und wenn man 30 und mehr Jahre gerade im unterhaltenden Bereich, im trivialen Bereich, die Versatzstücke alle auswendig gelernt hat, dann kommt die Zeit, wo man die alle verwechselt miteinander. Dann sagte ich, also den Satz hast du doch schon mal in dem und dem Tatort gesagt, oder? Demnächst soll es aber ein Medikament gegen Vergesslichkeit geben. Das würde ich mir gerne kaufen. Und weißt du, wie die sowas nennen? Moment, ich hab's gleich. Die nennen das, Die Vorbereitung auf den Ruhestand läuft seit vielen Folgen. Die Gespräche werden persönlicher. Wozu willst du eine Fitnesskur machen? Du bist doch schon fit. Gerade jetzt ist es wichtig. Ich will so viel von der Rente mitnehmen wie möglich. Das ist ein vernünftiger Gedanke. Ja, dann sollte ich auch eine Fitnesskur machen. Das ist aber nett, dass Sie mir mal den Blutdruck messen. Keine Ursache. Vielleicht kaufen Sie sich selber so ein Gerät. Können Sie täglich Ihren Blutdruck messen? Ja, ich bin in dem Alter. Hast du nicht das Buch unseres Außenministers gelesen? Der lange Lauf zu mir selbst. Willst du denn Marathonläufer werden? Warum nicht? Der Außenminister ist ein junger Spund. Schon länger ein junger Spund als der. Die können alle nicht in Würde alt und dick werden. Alt werden ist eine einzige Kränkung. Sieh dir doch bloß mal an, was unsere Politiker mit unserer Rente machen. Das liegt eben daran, dass die alten Knacker immer fitter werden. Die wollen alle 100 Jahre alt werden und möglichst viel Rente mitnehmen. Genau wie du. Ach, wissen Sie, wir haben das jetzt so lange gemacht. Und genug ist genug irgendwann. Warum schalte ich Dussel das Ding nicht einfach ab? Ja? Wo? Ich sitze schon im Auto. Man sehnt sich doch schon ein bisschen nach Bequemlichkeit. Und da sage ich mir, warum solltest du dich eigentlich noch was anderes machen? Das kannst du ja nun wirklich. Also nicht nur Schauspielerei kannst du ganz gut, aber den Kommissar, den kannst du nun wirklich aus dem FF. Das glaubt dir auch jeder und das musst du auch nicht noch mal beweisen. Es ist jetzt erledigt. Nach 15 Jahren, Gott behüte, ist die Sache klar. Versuch doch mal, ob du malen kannst. Hast du schon jemals einen Pinsel in die Hand genommen? Wenigstens mit deinem Enkel? Komm, Opa und du, wir malen mal was Schönes zusammen. Einen Löwen. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein...
kein Pfennig zum Glück. Ich brauch nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Bling. Es ist die Entscheidung von Manfred Krug, die wir respektieren. Manfred Krug war, wie Sie wissen, auch sehr krank. Und wir respektieren die Entscheidung, nun mit dem Tatort aufzuhören. Wir sind gerade, weil es sich bei Manfred Krug um einen herausragenden Schauspieler handelt, sehr froh, dass wir in der gleichen Qualität einen Nachfolger gefunden haben, nämlich Robert Atzorn. Mein Name ist Karsdorf, ich bin Hauptkommissar in Hamburg, ich bin der Neue. Da er noch jung und dynamisch und gesund ist, ich will ihm von ganzem Herzen gönnen, dass er das mit Freude macht und nicht nur übersteht, sondern mit Freude und mit Spaß macht. Und ich glaube, er wird es schon packen. Ich glaube schon, dass da eine Menge Widerstand kommt von den ganzen Fans, die Krug halt. Ich finde Krug auch einen tollen Schauspieler. Ich habe mir den wahnsinnig gerne angeschaut, auch in dieser Kombination mit Charles Brauer. Die letzten habe ich nicht mehr so gesehen, aber ich finde den einen großartigen Schauspieler. Und sicher werden einige sagen, da kommt er ja nie ran oder so. Aber davon muss man sich, glaube ich, lösen, weil du musst einfach neu anfangen und ehrlich zu dir selber sein und diese Sachen versuchen zu vermitteln. Dann wird das auf irgendeine Weise auch klappen. Ende einer großen Fernsehfreundschaft. Sowas ist auch selten. Wahre Freundschaft gibt es im Tatort nur unter Männern. Abendessen bei Kerzenlicht. Wenn uns einer so sehen könnte. Hier sieht uns doch keiner. Jetzt mache ich mal schön den Vorhang zu. Ja. Kein Mensch. So ist recht, Schatz. Mach es uns schön gemütlich. Charles Brauer hat ein feines Gemüt, er hat Bildung, er weiß viel, er liest Zeitungen, er ist politisch gebildet. Man kann ihn jeden Tag fragen, was ist denn heute los? Er wird einem sofort und prompt Auskunft geben. Er ist ein harmonischer Mensch. Sowas gibt es nicht alle Tage. Manfred hat die weichsten und zärtlichsten Hände und kann von einer großen Sanftheit sein und von einem großen Stolz. Das gibt's doch nicht. Du wühlst in meinen Schubladen. Auch in einer Männerfreundschaft hängt schon mal der Haussegen schief, selbst im Tatort. Ich war nicht in deinen Schubladen. Das ist doch zwanghaft bei dir. Ich habe gewühlt, weil ich ein Feuerzeug gesucht habe und damit wollte ich die Kerzen anzünden. Aber jetzt zünde ich sie nicht an. We proudly present from Hamburg, Germany, the swinging cops, Peter Bruckmüller und Paul Stöber. Alles geht einmal vorbei, mal vorbei, mal vorbei, bye, bye. Blackbird. Mord und Totschlag sind nun aus, denn wir zwei gehen nach Haus. Bye, bye, Tatort. Andere wetzen ab jetzt ihre Schuhe. Paul und Rocky haben endlich Alles geht einmal vorbei, mal vorbei, mal vorbei, Tatort.